für eine schicke Zugbrücke. Ah, typisch. Der subtile Tony. Nach dir. Oh, ich kann nicht glauben, dass wir gleich an Tony Starks Tür klopfen. Ich auch nicht. Anscheinend ist die Steuerung auf der anderen Seite. Denkst du, du kommst darüber? Durch die Felsen komme ich durch, aber der Grüne hat's nicht so mit längeren Gesprächen. Guter Punkt. Ich verstehe, warum dir das gefällt. Er zerstört gerne Dinge, ich nicht. Warum nicht? Macht doch Spaß. Also, was ist das Beste daran, der Hulk zu sein? Irgendwas muss dir doch gefallen. Wir sollten uns auf die Zugbrücke konzentrieren. Was willst du machen? Die ganze Zeit schweigend rumstehen? Ja, gute Idee. Wie du willst. Tja, mehr Steine? Kein Problem. Bist du okay? Alles gut. Ich kann Golden Acres sehen. Zum Teil. Sehr gut. Und kannst du rüberspringen und die Brücke runterlassen? Na klar. Du schaffst den Sprung. Ist diesmal nur... geschafft. Sie steckt irgendwo fest. Oh. Klemmt sie? Moment, ich glaube, ich hab's. Tada! Hiermit dürft ihr Sir Starks schickes Schloss betreten. Okay, beruhig dich. Gut gemacht. Wow! Ob Mr. Stark mich einen von denen mal fahren lässt? Ist das nicht eins seiner, Top 5 Hinterntretlieder? Doch. Die gute alte Nummer 4. Und hallo, Golden Acres! Oh, das kann es nicht sein. Bringen wir es hinter uns. Also, Tony Stark. Der Tony Stark lebt hier? Ja, scheint so. Tony? Hey, Bruce. Lange Nacht? Oh, lange 5 Jahre. ist echt ruhig hier. Hm. Das war es. Ich... Hey, hör sofort auf! Hi, tut mir leid. Wer bist du? Kamala. Gut, Kamala. Dein Freund hier steht leider auf meiner schwarzen Liste. Okay. Ich verdiene das. Ja, verdammt richtig. Du verdienst es. Sind die Avengers eine Gefahr für die Gesellschaft? Das war die Frage, Bruce. Das war die Frage. Hast du das wissenschaftlich verifiziert? Hast du das wissenschaftlich... Es war ein Überfall, Bruce. Nein. Wir wurden nein. reingelegt. Der Kerogenreaktor war instabil. Und das wusstest du. Du wusstest es. Und hast ihn trotzdem der ganzen Welt vorgeführt. Und jetzt? Einfach aufgeben? Wir haben nicht aufgegeben, Tony. Wir haben versagt. Und ich gebe das wenigstens zu. Nein. Wir haben bei
ihm versagt. Nur bei ihm. Tony, ich weiß nicht, wie lange du noch wütend auf mich sein willst. Und ehrlich gesagt, ist es mir egal. Lass dir ruhig Zeit damit. Aber das Mädchen ist ein Inhuman. Es ist unsere Schuld. Und sie braucht deine Hilfe. Ich kann nicht. Du kannst was nicht? Lässt du mich etwa hängen? Oh, hey, nimm's nicht persönlich, Kleine. Nein, er macht das immer so. Ist doch so. Und wieso siehst du dich nicht mal gründlich um? Hä? Ich kann mir kaum selbst helfen. Das hier war ein Fehler. Endlich sind wir uns mal einig. Und das soll es jetzt gewesen sein? Die Avengers wurden reingelegt. Cap wurde ermordet. Glaubst du, das weiß ich nicht? Hä? Ich habe diesen Tag in meinem Kopf so oft durchgespielt. Die Avengers retten den Tag, werden trotzdem beschuldigt und dieser Mistkerl Talton kommt davon, als wäre er völlig unschuldig. Tja, und dann? Rate mal, niemanden interessiert's. Niemanden. Die Welt wollte einen Sündenbock und er hat ihnen einen gegeben. Also, wenn ihr keine bahnbrechenden Beweise habt, schlage ich vor, ihr verlasst meinen Grund und Boden. Was ist das? Beweise. Wehe, die sind nicht gut. Hab ein bisschen die Kontrolle verloren. Hättet ihr das nicht früher sagen können? Nein. Runter von meiner Couch. Denk an die Liste. Woher hast du das? Ich habe dein Passwort auf einem Resistance-Block geraten. Beeindruckend. Wohl kaum. Dein Passwort war, ich bin Iron Man. Wirklich? Ich dachte, ich hätte es geändert. Oh, verdammte Scheiße. Ich weiß, es ist unvollständig. Auf dem AIM-Server liegt ein ganzer Ordner. Nein, hier ist mehr. Was? Ja, ziemlich clever. Das sollte aussehen wie eine beschädigte Datei. In ein paar Stunden habe ich den Rest. Was ist das? Wer ist Tiny Dancer? Oh nein. Wir müssen hier verschwinden. Was? Kennst du diesen schamlosen Elton John-Fan? Tiny Dancer half mir aus Jersey raus. Ich wäre nicht hier, wenn ich nicht vor AIM gewarnt worden wäre. Wirklich, Tiny Dancer. Leute, wir sollten echt gehen. Jetzt. Ich hätte Rocketman genommen. Okay, ich muss mich anziehen. Du hast einen Anzug? Ja. Vielleicht irgendwie. Mal sehen. Entschuldigt, ich ziehe mir nur etwas Unbequemeres an. Oh, da sind meine Stiefel. Natürlich versucht Bruce mir die Fangöre anzuhängen. Nach so vielen Jahren wird er seinen Pflichten immer noch nicht gerecht. Anscheinend hat Tiny Dancer die Wahrheit gesagt. Sie haben dich gefunden, Bruce. Sag nichts, Opa. Ich gebe mein Bestes. Ah,
Uromas Flugmaschine. Immer noch wunderschön. Im Gegensatz zu ihr. Ab in die Luft. Neue Partygäste. Ich brauche einen Helm. Ah, Großonkel Rob. Der Kriegsheld. Was auch immer. Muss mich fertig anziehen. Okay, hier muss er irgendwo sein. Zum Glück habe ich keine Nachbarn. Die wären jetzt echt sauer. Sie waren schon immer ein Freund großer Auftritte, Stark. Wie war meiner? Das war eine 7 von 10. Schön, dich zu sehen, Georgie Boy. Hast du trainiert? Irgendwelche Milliardenfirmen geklaut? Nur ihre. Hey, für das Fenster wirst du bezahlen, Talten. Ist das ihr neues Haus? Viel zu wenig Spiegel. Ich hab mich von allem getrennt, was nicht vor Freude funkelt. Rat mal, wozu du gehörst. Ich will das Mädchen, Stark. Und dann gehst du mir aus den Augen. Mr. Stark. War ein Witz, Kleine. Bleib einfach bei dem netten grünen Mann. Wie steuert Halten diese Maschinen? Ich weiß nicht. Er hat seit dem Unfall Kräfte. Ich habe gesehen, wie er eine Roboterspinne kontrolliert hat. Mit Spinnen gibt er sich nicht mehr ab. Um ehrlich zu sein, bin ich überrascht, Sie und Banner zusammenzusehen. Naja, Brucie und ich haben eine Paartherapeutin. Sie ist toll, klein, gelenkig, kann richtig gut Passwörter erraten. Sie haben seit unserem Kennenlernen auf mich herabgeblickt. Ich präsentiere Ihnen hiermit die Technokinese. Klingt gut. Geht leicht von der Zunge. Achtet auf eure Augen! Immer die Schwachen gefährden. Sie lernen es nie.
schwach? Brauchst du deshalb eine ganze Armee für sie? Genau. Eigentlich ist das ein Kompliment. Du gefällst mir jede Sekunde besser. Wie fühlen Sie sich? Ging mir nie besser. Ihre Synthoids waren nutzlos. Hätten Sie mir den Hulk und Kahn früher überlassen, würde das Archiv noch stehen. Vorsicht. Sie machen nicht mehr die Regeln, sondern er. Als Kind fand ich einen verwaisten Wolfswelpen im Wald hinter unserer Farm. Was? Vater sagte, er sei zu gefährlich. Ich sollte ihn loswerden. Ich fütterte ihn, gab ihm einen Namen. Er spielte mit meinem geliebten Hund David. Sie vergeuden meine Zeit. Könnte ich Regeln festlegen und Grenzen, könnte ich auch die rohe Kraft dieser Bestie nutzen. Sind Sie endlich fertig? Was? Einige Monate später bei der Jagd fiel der junge Wolf mich an. Er knurrte, hatte Schaum vorm Mund. Darwin verschaffte mir etwas Zeit, um Hilfe zu rufen. Mein Vater erschoss den Wolf. Aber es war zu spät. Darwin war zerrissen. George, wir brauchen ihn. Entschuldigung, weiß nicht, was über mich gekommen ist. Gehen Sie. Bitte. Jarvis, du bist kein Tag gealtert. Willkommen zurück, Mr. Stark. Hab dich vermisst, Kumpel. Zum Abflug bereit? Voll einsatzfähig. Sag mir, wo es hakt. Die Kamera läuft mit Sekundärenergie. Wir haben schwere Rumpfschäden. Triebwerke offline. Klima... Also übel. Das ist eine korrekte Einschätzung. Okay, dieser Vogel muss in die Luft. Wie bitte? AIM weiß, dass er hier ist. Dann darf er nicht mehr hier sein, wenn sie eintreffen. Was? Alles klar. Würdest du dir etwas für mich ansehen, während wir arbeiten? Natürlich, Sir. Versuch bitte, diese Datei zu entschlüsseln. Sofort. Ich muss schauen, warum die Turbinen nicht anlaufen. Ich sollte mir mal die Initiatorkerne im Hangar ansehen. Will ich wissen, was hier vor sich geht? Hey, Tony. Ich unterstütze Bruce nur bei einem technischen Problem. Oh, ich sehe schon. Ihr wartet Arbeit auf mich. Das ist keine Hilfe, Tony. Ich bin Phil Shelton und melde mich live von irgendwo in YouTube. Moment, hat das nicht vorher funktioniert?
Okay, Jarvis. Zeitnahme. 1,04 Sekunden, Sir. Oh, ich bin etwas eingerostet. Jarvis, Frage. Wo bewahren wir die Zündkerzen auf? Die Initiatorkerne sind in der anderen Ecke des unteren Decks, Sir. Volltreffer! Bekomme ich jetzt einen Preis, Sir? Den größten Preis von allen. Meine Zuneigung. Wie aufregend. Oh ja, das entspricht völlig den Sicherheitsstandards. Ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Wenn ich nur... Oh, das sind definitiv die Initiatorkerne. Moment, haben die größeren Aimbots nicht ähnliche Kerne? Wenn ich so einen hätte, wäre der alte Vogel sofort wieder in der Luft. Korrekt, Sir. Aber jemand müsste besagten Initiatorkern beschaffen. Ja, ich habe praktisch keine Rüstung. Aber vielleicht könnte ich was zusammenbasteln. Ich durchsuche das Inventar nach übrig gebliebenen Rüstungsteilen. Danke, Kumpel. Hey, Tony, ich arbeite noch an der Tür. Kannst du mal nach Kamala sehen? Sie hat wohl ihre Sprechanlage ausgeschaltet. Oh, okay. Sicher. Ja, diese ganze Sache. Bestimmt hart, sich daran anzupassen. Alles klar. Zweiter Stock der alten Crew-Quartiere, stimmt's? Jarvis, kannst du sehen, ob sie überhaupt oben ist? Sir, es gibt kein Überwachungssystem in den Privatquartieren. Wer hatte denn diese Schnapsidee? Sie, Sir. Natürlich. Wow. Hey! Tut mir leid. Klopf doch an! Ich hab's versucht, das ist eine Klopffaust. Jarvis, hilf mir doch mal. Der Sperrmechanismus einiger Crew-Quartiere auf der Chimera scheint noch nicht aktiv zu sein. Dachte ich mir. Ich kümmere mich drum. Bitte tu das. Wir treffen uns in 10 Minuten auf dem Kommandodeck. Du solltest auch kommen. Ich weiß, ich sehe lächerlich aus. Ja? Das tust du. Mann. Nein. Das tun wir doch alle. Das gehört zum Job. Hast du Maturas Outfit gesehen? Wehender Umhang? 80s Schulterpolster? Ziemlich lächerlich. Ich stehe auf diesen, Oh, das ist ein Bikini. Meine Ma hat ihn mir gekauft. Muslimas tragen sowas zum Sport, weißt du? Das ist cool. Oh, ich denke, ich sollte was anderes anziehen. Warte. Beim Outfit geht's nur um Haltung. Wirk einfach überzeugend. Los, zeig mal. Komm schon, das kriegst du besser hin. Ja, genau, das meine ich. Okay. Vielleicht könnte ich dir mit einem Upgrade helfen. Ich habe schon ein paar Ideen. Wirklich? Ja. Oh, und wenn Bruce was sagen sollte, erinnere ihn einfach dran, dass er eine super stretchy Leggings trägt. Bruce, der Kleinen geht's gut. Sie ist zäh. Ich mag sie. Und sie lacht über meine Witze. Ja, sie wächst einem ans Herz. Hey, kommst du zu mir ins Tech-Labor? Die Tür ist so gut wie repariert. Wird gemacht, Stretchhose. Wie bitte? Nichts, bin unterwegs.
Du arbeitest immer noch an dieser Tür, oder? Ich muss nur den kompletten Verteilerkasten entfernen und dann die Verbindung... Ah, gut gemacht, Kumpel. War doch gar nicht so schwer. Langsam erwacht hier alles wieder zum Leben, was? Willst du ein Kompliment hören? Nein, nein, war nur eine Feststellung. Falls wir irgendwo hin wollen, brauche ich eine alternative Energiequelle. Die Chimera ist für Terrigen ausgelegt, aber ich kann sie für etwas weniger Explosives umbauen. In meiner alten Werkstatt ist alles, was wir brauchen. Ich scanne die Region auf Quellen, aber es wird etwas dauern, die Signaturen potenzieller Initiatorkerne zu identifizieren. Gut, bis dahin brauche ich eine neue Rüstung. Wo finde ich Teile, um die Fertigungseinheit zu reparieren? Ich habe einen guten Bergungsort gefunden und die Koordinaten an den Einsatztisch gesendet. Sobald Sie bereit sind. Einsatztisch, verstanden. Fertigungseinheit reparieren, glänzende neue Rüstung bauen, dann den Vogel in die Luft bringen. Sir, nur für den Fall. Ihr altes Zimmer ist noch intakt. Okay, erstes Ziel. Ohne mein eigenes Upgrade bin ich bei der Reparatur der Chimera keine Hilfe. Jarvis, was hast du für mich? AIM verlegt gerade ein experimentelles Landungsschiff mit Teilen, die sich für die Reparatur der Fertigungsmaschine eignen könnten. Leider ist es extrem gut bewacht. Aber AIMs Verteidigung ist auf einen großen Luftangriff ausgelegt. Wenn ich allein anfliege, mit der Schlucht als Deckung, komme ich rein und kann das Schiff entführen. Das ist riskant, aber ich sehe derzeit keine Alternative. Ich lade die letzte bekannte Position des Landungsschiffs auf ihr HUD. Wegen der Schlucht kann ich nicht alle Infos bestätigen. Sie sollten sich beeilen. Meine Rüstung ist nicht die neueste, aber sie sollte mich in einem Stück hinbringen. Höchstens zwei. Wir müssen schnell.
Aktualisiere ihr HUD. AIM weiß von unserem Eindringen. Und wenn wir es einen Überraschungsbesuch nennen? Eindringen klingt, als wären wir dabei die Bösen. Jawohl, Sir. Also Beschaffungsausflug. Ich weiß nicht, wie lange unsere Beute an ihrer Position verweilen wird. Alles klar, beeilen wir uns. Wie viel Feuerkraft hat AIM da unten? Ziemlich viel, so wie es aussieht. Und wie viel davon ist Tech, die sie Stark Industries nach dem A-Day gestohlen haben? Unmöglich zu sagen im Moment. Wahrscheinlich sehr viel. Das Karma ist nicht mein Freund. Schlägt sich tapfer. Sie nennen das wirklich ernsthaft eine Rüstung? Das ist witzig. Macht die KI frech, habe ich gesagt. Das wird lustig, habe ich gesagt. Der Aufzug führt zu dem Landeplatz, den wir brauchen. Okay. Sieh dir das an. Gegen welchen Staat will AIM in den Krieg ziehen? Diese Munition ähnelt ebenfalls ihren Entwürfen. Da will man sie doch gleich in die Luft sprengen. Holen wir das Landungsschiff und hauen ab, bevor AIM große Geschütze auspackt. Buchstäblich. Ich stimme Ihnen zu, Sir. Dr. Tarleton würde mit Sicherheit nur zu gerne auf Ihrem Grab tanzen. Danke, Jarvis. Jetzt habe ich das Bild von George im Kopf, wie er auf meinem Grabstein herumhüpft. Verzeihung, Sir. Das Landungsschiff müsste direkt vor Ihnen sein. Hey, ist hier doch recht gemütlich. Wo zur Hölle ist mein Landungsschiff? Scan läuft. Das Landungsschiff wurde an eine sichere Position gebracht. Wir können es nicht vor dem Start erreichen. Doch, wenn wir die Rüstung um 300% überlasten und den direkten Weg nehmen. Sir, Sie könnten buchstäblich explodieren und diese Schlucht ist gefährlich. Schon, aber ich brauche die Geschwindigkeit. Vorwärts, Goose, und spiel was Schnelles. Ihre Rüstung hält nicht ewig. Diese Rüstung ist alles, was ich noch besitze, nachdem George Golden Acres niedergebrannt hat. Ich werde sie nicht aufgeben. Die Handschuhe machen komische Geräusche. Kein Wunder, Sie haben einen akustischen Dämpfungsschaltkreis verloren. Weiter, Sir. Jarvis, jetzt kann ich den A-Day wieder gut machen, der Kleinen helfen und ganz ehrlich es Georgie Boy zeigen. Natürlich mache ich weiter. Das Landungsschiff fährt hoch. Vorsicht, Ihre Artillerie visiert Sie an. Achtung! Okay! Das Landungsschiff ist geschützt. Löse mit der restlichen Energie der Rüstung einen EMP aus, wenn ich in der Nähe... Geschafft. Jarvis! Ja, Sir. Ich habe das Landungsschiff gescannt. Es enthält die für die Reparatur der Fertigungsmaschine erforderlichen Teile. Ausgezeichnet. Sehen wir jetzt nach den Kindern und danach nach Hause. Oh.
Bruce, Kamala, hört ihr mich? Laut und deutlich. Bruce ist im Harmraum und tut so, als wäre er... Ich will's gar nicht wissen. Und hattest du Glück da draußen? Klar. Bald haben wir alle neue Outfits. Die Fertigungsmaschine dürfte im Handumdrehen wieder laufen. Klasse. Ich kann's kaum erwarten, Bruce eine neue Yogahose zu machen. Oh, das hat Spaß gemacht. Es ist schön, wieder im Sattel zu sitzen. Ja, Sir, Sie haben nichts verlernt. Ah, das Schmeichelei-Upgrade funktioniert. Werfen wir einen Blick auf unsere Beute. Ah, das ist der Jackpot, Kumpel. Genau das brauche ich für die Reparatur der Fertigungsmaschine. Freut mich zu hören. Vor allem, da Ihre aktuelle Rüstung derzeit, wie sagt man, kaputt ist. Hey, er hat funktioniert, oder? Diese Tech kam mir gleich bekannt vor. Das alles basiert auf meinen Entwürfen. Manches ist sogar identisch. Sie nutzen die Übernahme der Stark Tech wirklich voll aus. Ich hatte gehofft, Sie lagern das Zeug nur ein. Alles klar. Das ist schon besser. Sehe ich nicht toll aus, Jarvis? Mach ein Foto. Gute Arbeit, Sir. Endlich bin ich wieder der Alte. Ich
konnte etwas Energie nicht nur auf die Fertigungsmaschine, sondern auch auf andere Bereiche wie den Inventartresor umleiten. In Ihrem Tresor ist veraltetes Equipment, Sir. Soll ich es verbrennen? Was? Nein, das ist kein Müll, Jarvis. Das sind meine Sachen. Ich sehe mir das an. Wie Sie wünschen. Siehst du? Kein Müll. Korrekt. Gewiss bewahren Sie hier noch viele andere Schätze auf. Sir, einige Vertreter unserer Freunde bei S.H.I.E.L.D. sind jetzt an Bord der Chimera. Agent Morales ist im Command Nest. Möglicherweise kann sie mit den Teilen für die Chimera helfen. Klasse. Ich freue mich, Sie zu treffen. Haben Sie eine Sekunde? Hallöchen. Ich habe gehört, S.H.I.E.L.D. ist im Haus. Ich bin Agent Alessandra Morales. Ab sofort bin ich Ihr Kontakt zu S.H.I.E.L.D. Falls Sie Kapazitäten frei haben, kommen Sie zu mir. Es gibt einiges zu tun. Schön, Sie kennenzulernen, Morales. Ich muss ein paar Teile finden, um das alte Mädchen hier flott zu machen. Vielleicht kann ich ja zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und nebenbei meinen alten Freunden von S.H.I.E.L.D. helfen. Wir könnten Ihre Hilfe brauchen. Was sagen Sie? Ich wusste, wir können auf Sie zählen. Wir brauchen gegen AIM so viel Hilfe wie möglich. Danke. Gute Arbeit. Weiter so, dann kann ich wieder schlafen. Sir, ein neuer S.H.I.E.L.D.-Mitarbeiter ist zu uns gestoßen. Sie finden ihn im Gemeinschaftsbereich. Hallo Avenger, bereit für Ihr neues Ich? Schade. Nächstes Mal vielleicht? Agent Levine ist auf dem Hangardeck. Falls Sie kurz Zeit haben, kann er Ihnen vermutlich bei der Optimierung Ihrer Ausrüstung helfen. Hier drüben! Gaff Levine lebt, um zu dienen. Oh, also nichts? Okay. Sir, meine Wärmesignaturen-Scans haben zwei potenzielle Quellen für Initiatorkerne ausgemacht. Potenziell? Warum potenziell? Leider ist es wegen der AIM-Sicherheitssysteme nicht möglich, die tatsächliche Quelle der Wärmesignaturen auf diese Entfernung zu bestimmen. Ja, noch ein Wort, das mir nicht gefällt. Okay, verdoppeln wir unsere Chancen. Bruce, Kamala, kommt zum Einsatztisch. Wir sind unterwegs. Ich kann kaum glauben, dass Sie dieses Ding gefunden haben. Du fehlst mir, Kumpel.